Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Morok. Das ist eine kleine Jam Session. Innerhalb von 60 Minuten versuche ich Musik mit euch zu machen, wie so eine Art experimentelle Fahrt durch die verschiedenen Instrumente. Heute bin ich zu Hause in meinem kleinen Heimstudio und habe die Gitarre dabei und den OP-1 wieder und einen Analog Keys. Und ein Nordstage Piano dazu, läuft das Ganze in eine Software rein, in Ableton Live. Und ich versuche mal in den nächsten paar Minuten ein paar Klänge zusammenzufrickeln. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt. Wie gesagt, es könnte ab und zu mal ein bisschen schief klingen. Dafür vielleicht etwas Verständnis, aber manchmal lohnt es sich dran zu bleiben. Die letzten beiden Ausgaben waren gar nicht so schlecht. Manchmal, wenn ich mir nochmal angehört habe, war es natürlich ein bisschen anstrengend zwischendurch immer da bei dem Gefrickel zuzuhören, aber im Endeffekt ist vielleicht für den einen oder anderen eine Inspiration dabei. Das Witzige ist, ich mache auch ein Video dazu. Ihr könnt quasi genau zuschauen, was ich hier wann irgendwie mache und wie das so einigermaßen funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben und ich versuche den dann zu beantworten. Okay, der Anfang ist immer naja, vielleicht schwierig oder gerade das Leichteste, keine Ahnung, das ist immer unterschiedlich. Aber wenn man jetzt schon zwei Ausgaben gemacht hat, dann muss man schon mal gucken, da, ich will nicht sagen, das beeindruckt einen selbst, aber da will man natürlich dann nicht unbedingt was Schlechteres abliefern, sondern irgendwie immer besser bleiben, aber das ist eigentlich unmöglich. Von daher, gut oder schlecht ist vielleicht auch da eine relative Sache, aber genug der Vorgeplänkelei. Mein Name ist André Neumann und ich freue mich, dass ihr zuhört hier bei dieser kleinen experimentellen Ambient Jam Session im Radio. Wie gesagt, ihr könnt auf radiofrei.de auch gehen, dort gibt es den Link zu den bisherigen Ausgaben und auch ein Link zum YouTube-Kanal und zum Soundcloud-Kanal, da könnt ihr euch die entstehenden Sachen auch runterladen bzw. anschauen. Ich weiß gar nicht genau, womit ich anfange. Vielleicht am Anfang brauche ich immer so einen kleinen Klick, damit ich überhaupt reinkomme. Ich habe mir auch überlegt, dass was ganz Essentielles ist für so einen Song, wie das Tempo ist. Und bisher war das Tempo so immer so bei ungefähr ca. 120 Schlägen pro Minute und ich probiere heute mal was anderes zu machen und mache einfach mal ein geringeres Tempo. Ich bin jetzt bei, glaube ich, 99 Schlägen pro Minute. Und jetzt, was ihr jetzt hört am Anfang, das ist immer so ein Metronom, damit ich einfach weiß, wo und wo ich bin, wie das Tempo ist. Und damit ich ungefähr auf diese Loops komme, damit ich einen Anfang und ein Ende habe, brauche ich dieses Metronom so als kleinen Wegweiser. Da kommt es schon. Ich probiere mal. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Thank you.
das ist jetzt ein Loop. Mal schauen, wie der klingt. Synth-Pattern dazu. Also mal gucken, ob das noch zum Metronom passt. Scheitern mit verbunden oder mit einem Experiment. Man muss gucken, wo es sich einen hintreibt und manchmal muss man eine Reise auch abbrechen, aber ich gehe noch einen Weg. Mal gucken.
quasi, habe ich die drei Loops in den Rechner überspielt, also einmal von dem Sequencer, von dem Analog Keys, der hat so einen Sequencer eingebaut, und von meinem Loop-Pedal, Boomerang heißt das, damit nehme ich die Gitarrenspuren auf und dann muss ich die Sachen noch in den Rechner quasi einspielen als Control Surface. Dafür dient mir so ein Ableton Push, das ist quasi ein Hardware-Interface, um diese Software fernzusteuern. Um jetzt nicht mit der Maus und mit der Tastatur rumklicken zu müssen. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, guckt mal in das Video, wenn ihr das gerade im Radio hört. Mal schauen, ob die Loops überhaupt miteinander funktionieren. Bewegt sich also irgendwo zwischen E-Moll und G. Nochmal und nehme nochmal auf, weil ich muss irgendwie auf dieses Metronom kommen, ansonsten wackelt es mir alles zu sehr hin und her, aber die Tonfolge ist gar nicht so schlecht. Ich probiere es nochmal aufzunehmen.
immer so eine schwierige Entscheidung, ob man mit Klick aufnimmt oder nicht. Es hat Vor- und Nachteile. Manchmal geht so ein bisschen dieses Schwimmen, was man einfach eingebaut hat als Mensch oder wenn man kein professioneller Musiker ist, was man eingebaut hat, geht dann so ein bisschen verloren durch diesen Klick. Mache ich mit einer
zu einem kleinen Beat dazu. Schauen, ob ich noch eine Fläche dazu hinbekomme. Diesmal geworden. Aber ist okay, mal gucken. Die Triola kommt auch immer gut. Einfach mal aufnehmen und ein bisschen Hall dazu, mal gucken, was passiert.
Das ist die Triola mit ein paar Effekten. Das ist so ein Effekt-Track, was ich vorab gebaut habe. Besteht aus ein paar Effekten, die das Signal so ein bisschen versauen, sag ich mal. Einfach ein paar Delays und ein paar Reverbs. Ein Chorus. Und ein Autofilter. Wenn es ja Interesse daran gibt, kann ich das auch gerne zum Download bereitstellen. Schreibt einfach einen Kommentar unter das YouTube-Video. Der die ganze Zeit durchläuft, kommt von dem Analog Keys, also viele Synthesizer haben dieses Feature, wo man einen sogenannten Hold von einem Ton machen kann und das genau das passiert hier und kommt ziemlich cool, um das als Fläche nochmal irgendwie dazwischen zu legen. Fast wie so eine Art Orgel. Die beiden Sachen funktionieren ganz gut zusammen. Könnte eine Szene ergeben, also bei Ableton Live, bei diesem Programm, wird immer in Szenen gedacht. Das ist wie so eine Art zeitlicher Ablauf eines Songs. Ich versuche das mal zusammenzubauen. We'll be right back.
quasi versucht, die einzelnen Clips so ein bisschen auf der Zeitleiste irgendwie zueinander zu arrangieren. Mal gucken, wie die jetzt zusammenklingen. Das ist jetzt mal unsere erste Szene, die ohne Metronom. Für so eine Art Intro vielleicht. Dann wird es aufklamüsert. Schlagzeug kommt dazu. Noch an den Clips, die zusammenpassen. Thank you.
schönes Anfangselement und schönes Endeelement. Das gefällt mir tatsächlich am besten bis jetzt. Nochmal zur Erinnerung, das war die Viola mit dem Instrumenten-Rack, also mit dieser Anhäufung an Effekten. Und jetzt kommt dieser einzelne Ton vom Analog Keys dazu. Neulich noch einen ziemlich fiesen Spruch gehört. Kommt von Karl Lagerfeld und der hat wohl gesagt, wenn jemand Jogginghosen trägt, hat er die Kontrolle über sein Leben verloren. Und das ausgerechnet von Karl Lagerfeld. Und ich probiere mal diesen Satz irgendwie noch einzubinden. Mal schauen, ob wir das noch schaffen in der Zeit. Ich glaube es fast nicht, aber mal probieren. Karl Lagerfeld hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wer Jock sagt, erfällt.
Erfällt. Erfällt. Erfällt. Sagt. 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 Talaga. 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 Karl Lagerfeld sagt, wer Jogginghosen. Trägt, Karl Lagerfeld, sagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Karl Lagerfeld hat gesagt, sein Leben verloren. Kontrolle über sein Leben verloren. Das war's für die heutige Ausgabe. Die Zeit ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut, was ihr anhabt. Oder auch nicht. Es ist scheißegal.